So I hope most of you, if not everybody, is now equipped with the necessary devices so I could switch to my mother tongue. Would like to do the opening in German. A little bit more convenient for me. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zu dieser Konferenz. Ich bin Ralf Füchs, einer der beiden Vorstände der Stiftung. Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, noch nicht damit vertraut sind, wer die Heinrich-Böll-Stiftung ist und was wir tun. Wir sind eine grüne politische Stiftung. Ich würde sagen, eine Kombination aus einem Think Tank. Wir arbeiten an neuen Ideen, Konzepten, politischen Initiativen und einem internationalen Politiknetzwerk mit 30 Büros rund um die Welt, davon 10 auf der Schiene Washington bis Moskau, also die transatlantische Achse. Und arbeiten hauptsächlich mit Nichtregierungsorganisationen, mit NGOs zu Themen wie Demokratie, nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, das sind so die Kernthemen und Projekte, mit denen wir uns befassen. Und Europa ist natürlich für uns als eine Stiftung, die in Deutschland beheimatet ist, aber vor allem in Mittelosteuropa seit vielen Jahren sehr aktiv ist, eines unserer Kernanliegen. Wir verstehen uns auch jedenfalls als eine europäische politische Stiftung im grünen Spektrum. Ich will noch gern eine zweite kleine Vorbemerkung machen. Die meisten von Ihnen haben vielleicht gesehen, dass vor der Tür Flugblätter verteilt werden. Wir haben einen kleinen Arbeitskonflikt im Haus mit einer anarcho-syndikalistischen Mini-Gewerkschaft der Freien Arbeiterunion. Ich will was zum kurzen sachlichen Hintergrund dieses Konflikts sagen, damit Sie das sagen, einschätzen können. Es wird heute Abend wohl auch noch eine kleine Kundgebung geben. Die FAU ist sehr engagiert und versucht, solche öffentlichen Gelegenheiten als Plattform zu nutzen. Die Böll-Stiftung hat etwa hier im Haus in Berlin 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Festangestellte. Wir versuchen, ein guter und sozialer Arbeitgeber zu sein mit attraktiven Arbeitsbedingungen, aber wir haben auch in bestimmten Bereichen unsere Arbeit beschäftigen wir externe Dienstleistungen. Das gilt auch für den Konferenzbetrieb. Wir haben im Jahr sehr viele Veranstaltungen, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Wir haben manche Monate, in denen wir sehr viele Konferenzen haben, andere im Sommer oder in der Winterpause sehr wenig. Wir haben große, wir haben kleine Veranstaltungen im Haus, sodass wir einen Teil der dafür notwendigen Arbeiten, zum Beispiel die Bestuhlung oder das Catering für die Konferenzen, mit externen Dienstleistungsunternehmen abwickeln. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort beschäftigt sind, haben alle feste Arbeitsverträge. Sie werden nach dem Branchentarif für Dienstleister bezahlt. Aber es gibt eben einen Konflikt mit inzwischen 3 dieser Beschäftigten, die durch die Freie Arbeiterunion vertreten werden und die auf Festanstellung bei der Heinrich-Böll-Stiftung klagen. Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem sich das jetzt abspielt. Es hat ein Arbeitsgerichtsverfahren gegeben, in dem in einem Fall entschieden wurde, dass wir diesen Kollegen einstellen müssen. Das werden wir auch tun, und zwar deshalb, weil über die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre faktisch die Böll-Stiftung als Arbeitgeber bereits aufgetreten ist. Also wir haben entsprechende Anordnungen gegeben, sodass das Gericht sagte, das war keine Dienstleistung, das war faktisch ein Arbeitsverhältnis. Wir werden diesem Kollegen
und den anderen beiden auch Angebote machen über die Art und den Umfang der Beschäftigung, aber das werden wir mit Ihnen direkt klären. Also ich hoffe, wie man das dann auch immer beurteilen mag, damit ist für Sie deutlich, was der Hintergrund dieses Konflikts ist. Ich freue mich sehr, so viele junge Leute, jedenfalls deutlich jünger als ich, aus so vielen unterschiedlichen europäischen Ländern hier zu sehen. Das soll eben nicht nur eine der vielen Konferenzen über Europa sein, sondern tatsächlich ein europäischer Diskurs, also eine vielstimmige Unterhaltung über Europa im Allgemeinen und die Europäische Union, also die politische Gemeinschaft Europas im Besonderen. Auch wenn wir über die gleichen Themen sprechen, über die Finanz- und Wirtschaftskrise, Jugendarbeitslosigkeit, die wachsende Ungleichheit innerhalb unserer Gesellschaften, aber auch zwischen den europäischen Nationen, über politische Partizipation oder Exklusion, tun wir das doch immer vor dem Hintergrund unterschiedlicher national geprägter Erfahrungen, Diskurse und Interessen. Und aus dieser Unterschiedlichkeit, die konstitutiv ist für Europa, ein gemeinsames Verständnis, gemeinsame Perspektiven und gemeinsames Handeln zu entwickeln, das ist die große Herausforderung an die Europäische Union, im Großen wie im Kleinen. Für mich ist der Kern, sozusagen die Zauberformel für die europäische Einigung, Einheit in der Vielfalt. Einheit nicht als imperiale oder als bürokratische Vereinheitlichung von oben, auch nicht als fortschreitende Zentralisierung politischer Macht in den europäischen Institutionen in Brüssel, sondern als Herausbildung von Solidarität, gemeinsamer politischer Handlungsfähigkeit ohne den politischen und kulturellen Pluralismus in Europa zu nivellieren. Weil diese Vielfalt gerade einen Teil des Reichtums Europas ausmacht. Das klingt fast, Einheit in der Vielfalt, das klingt fast wie eine Quadratur des Kreises. Und doch ist sie das Konstruktionsprinzip Europas bereits heute. Die Europäische Union hat einen, wenn Sie wollen, eine doppelte Natur, einen doppelten Charakter. Sie ist gleichzeitig eine Staatenunion, eine Union der europäischen Staaten. Und sie ist eine Bürgerunion, eine Union der europäischen Bürgerinnen und Bürger, repräsentiert durch das Europäische Parlament als der gemeinsamen politischen Vertretung der europäischen Bürger in ihren unterschiedlichen politischen Haltungen und sagen Präferenzen. Und ich denke nicht, dass es darum geht, diese Doppelnatur der Europäischen Union jetzt über Bord zu werfen, aber sie weiterzuentwickeln auf eine Weise, die unsere Handlungsfähigkeit stärkt, nicht nur in wirtschaftlichen und finanzpolitischen Fragen, auch in sozialen Fragen, auch im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik oder im Hinblick auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik angesichts des Dramas, das sich fast jeden Tag im Mittelmeer abspielt, mit den Flüchtlingen aus Afrika, die dort zu Hunderten ertrinken. Und gleichzeitig sind wir mit einer krisenhaften Situation konfrontiert, in der nicht sagen, die Tendenz zum gemeinsamen Handeln zunimmt, sondern eher die Fliehkräfte, die zentrifugalen Tendenzen innerhalb der Europäischen Union. Wir haben eine zunehmende, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische
Konfliktdynamik zwischen den nord- und westeuropäischen Staaten und den südeuropäischen. Wir sehen ein Erstarken chauvinistischer, nationalistischer Strömungen und Parteien in Europa. Und ich glaube, die nächsten Europawahlen im Mai 2014 werden eine sehr kritische Etappe mit dem Erstarken von populistischen und antieuropäischen Kräften, auch im Europäischen Parlament. Wenn man die Massenpresse etwa in Griechenland, aber auch in anderen Ländern liest, dann, und das ist für uns natürlich nochmal irritierender, gibt es auch eine Wiederauferstehung des Bilds vom hässlichen Deutschen, von Deutschland als der Nation, die versucht, den Rest Europas zu dominieren. Umgekehrt finden Sie entsprechende Vorurteile und Ressentiments auch in der Bundesrepublik über andere europäische Nationen. Wir haben stark unterschiedliche Vorstellungen in Europa zur Antikrisenpolitik, wie viel Austerität, wie viel finanzpolitische Disziplin ist notwendig und wie viel gemeinsame finanzielle Solidarität, auch gemeinsame Haftung für europäische Schulden oder gemeinsame Investitionsprogramme für die Modernisierung unserer Infrastruktur, Energie, Verkehrssystem, Städtebau sind notwendig. Und wir sehen eine wachsende Kluft zwischen den politischen und wirtschaftlichen Eliten und breiten Bevölkerungskreisen. Also auch eine demokratische Vertrauenskrise in Europa. Das ist ein sehr kritischer Moment, obwohl ich nach wie vor zuversichtlich bin, dass wir keinen wirklichen Rückschritt sehen werden hinter den bereits erreichten Stand europäischer Integration hinaus. Die Frage ist, wie viel Fortschritt werden wir sehen und wie soll er aussehen? Welches Europa wollen wir? Auf welchen Feldern brauchen wir mehr Europa, also auch Übertragung von Souveränitätsrechten auf europäische Institutionen? Gibt es andere Politikfelder, in denen wir vielleicht wieder stärker politische Kompetenzen zurückholen in die Nationalstaaten oder auf die Ebene der Regionen und Kommunen? Wie sichern wir soziale und politische Teilhabe? Alle diese Fragen sind auch Gegenstand unserer Konferenz. Sie werden dabei die zentrale Stimme haben. Wir sind sehr gespannt auf den Austausch, der dazu stattfinden wird, welche Ideen daraus entstehen, vielleicht auch welche Verabredungen für Zusammenarbeit über diese Konferenz hinaus. Solche Tagungen sind ja nicht nur Anlass, Ideen und Argumente auszutauschen, sondern auch Kontakte zu knüpfen für ein transeuropäisches Netzwerk von unten, und das ist eine wichtige Kraft im Prozess der europäischen Einigung. Das ist, wenn Sie wollen, gelebtes Europa. Ich möchte mich zum Schluss noch ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Konferenz vorbereitet haben. Soweit ich das mitbekommen habe, war das eine ziemlich komplexe Herausforderung. Dazu gehören an erster Stelle unsere Referentin für Europapolitik, Christine Pütz, und ihr Team, vor allem Christian Schwöbel, Melanie Sorge als externe Konferenzmanagerin, die uns dabei unterstützt hat, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den Auslandsbüros der Böll-Stiftung und hier im Team unseres Referats Europa Transatlantik. Und bevor ich jetzt die Teilnehmer unseres ersten Podiums vorstelle, werden wir einen kleinen Film sehen, sozusagen als Einstimmung. Und dann hoffe ich auf eine spannende und lebhafte Diskussion. Vielen Dank. We must all turn our backs upon the horrors of the past. We must look to the future. We must build a kind
of United States of Europe. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes. Pourquoi est-ce qu'en réalité nous avons voulu faire l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir. Mais tout de même, retournez-vous un peu. Demandez-vous ce que l'Europe était encore il y a 50 ans. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen. Warmly welcome to our family. Our new Europe is born. L'Europe, elle est parfaite pour nous. Elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable. C'était notre cœur qui parlait. Le 1er mai 2004, j'étais avec tous ceux qui étaient émus jusque-là. Parce que c'était un moment symbolique, notre retour dans la communauté des peuples où la Pologne devait trouver sa place. We have today been able to give a very clear message to the Western Balkans. They will become part of our family. On ne rappellera jamais assez à quel point cette paix, désormais si enracinée, a constitué une révolution par rapport à une histoire émaillée au fil des siècles, de conflits incessants, dramatiques, sanglants. Is Gabriel Zafka then im Publikum? Gabriel, are you here? The director of the film, Gabriel Zafka, please. Gabriel ist ein junger griechischer Filmemacher, Regisseur, der einen Dokumentarfilm zum Thema Arbeitsmigration in der Krise gerade produziert. Und was Sie hier gesehen haben, ist der Trailer zu dem Film. Vielen Dank und viel Erfolg damit. Ich würde Ihnen jetzt gerne die drei Teilnehmerinnen unserer ersten Diskussionsrunde ganz kurz vorstellen. Ich beginne Ladies First mit Teresa Pulano. Sie ist vom Center of Political Theory an der Université Libre in Brüssel. Sie ist dort Postdoctoral Fellow, unterrichtet außerdem an der Sciences Po in Paris. Ihre wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf die Neustrukturierung von Souveränität in Europa, die Rolle der Europäischen Union innerhalb der Globalisierung sowie der Neuentwurf eines europäischen Bürgerschaftsrechts, alles wichtige Themen, mit denen wir uns auch hier befassen. Bitte sehr. Die nächste im Bunde, nicht zum ersten Mal hier in der Böll-Stiftung, ist Annalena Baerbock. Man darf dir noch gratulieren zu deiner Wahl in den Deutschen Bundestag. Annalena ist Annalena wird, muss man sagen, weil der Wechsel noch nicht vollzogen ist, dem neu gewählten Parlament in Berlin angehören.
Sie ist Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen in Brandenburg und Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa und im Vorstand der Europäischen Grünen Partei, also sehr aktiv auf der europäischen politischen Ebene. Herzlich willkommen. Und last but not least auch ein langjähriger Freund und Bekannter, Ivan Krastev. Er ist Vorsitzender des Zentrums für liberale Strategien in Sofia und Mitglied in sehr vielen anderen politikwissenschaftlichen europäischen Instituten, unter anderem Institut für die Wissenschaft von Menschen in Wien, des European Council on Foreign Relations. Er ist Mitherausgeber und Gründer mehrerer Zeitschriften und Publikationen zu europapolitischen Themen. Und ich würde sagen, einer der aktivsten und prononciertesten intellektuellen Stimmen im europapolitischen Diskurs. Herzlich willkommen, Ivan. Wir verfahren so, dass zunächst Ivan und Theresa einen kurzen einleitenden Beitrag geben werden, einen Impuls für die weitere Diskussion. Dann wird Annalena kommentieren und dann steigen wir in eine Konversation zunächst unter uns hier auf dem Podium ein, aber Sie werden natürlich auch Gelegenheit haben, sich dann mit Fragen und Kommentaren zu beteiligen. So, please, Ivan, the floor is yours. So first, thank you very much for the invitation, and I always believe that the Bill Foundation is one of the interesting, intellectually interesting place to discuss Europe, because part of the Europe these days is that it is discussed in a way that does not make people very much interested in Europe. Secondly, I should start with the fact that I'm not a kind of a somebody you expect on this panel. First, there is nothing young about me. Nevertheless, how you're going to define young? Secondly, I'm not the classical green voter. And thirdly, I'm not a specialist on European integration. I'm a specialist on disintegration. I know how things collapse. I have been doing work on the collapse of the Soviet Union, on the collapse of Yugoslavia. So from this point of view, having somebody, an expert on disintegration, is already probably a change. And also, let's start with the fact there was an American vice president whom nobody remembers, Dan Quayle, who 30 years ago said, the future will be better tomorrow. He was famous for saying strange things. And in a way, he was wrong, because the future was better yesterday. When yesterday we had been thinking about European Union, the idea was that we had a much more clear idea what we're talking about. I want to start with the fact that the crisis is not over, and the fact that you have a return to recovery, economic basically growth to Europe, is just going to make it much more clear that we're going to talk about political and institutional crisis. Secondly, how dare or risk to predict that the real debate on the future of Europe is going to start on the night of the European elections, the elections for the European Parliament. Because strangely enough, the people who are pushing Europe to be debated at the center of the political agenda are not the pro-European parties, including the Greens. It's the populist and anti-European parties. And we can end up with European elections in which some of these parties can end up as the first political force in several major European countries. You can end up with Marine Le Pen being number one in France. You can end up with UKIP being number one in the United Kingdom. You can end up with the Five Star Movement being number one in Italy. And nevertheless, of what political scientists are telling you that it doesn't matter in terms of governance, it's going to be such a psychological shock for everybody who watches television that night that I do believe we're going to have a totally different debate on Europe. And I basically want to use these 2 or 3 minutes that I have much more to try to prepare us for this debate. Because I do believe the paradox of the European project is that the crisis that we see is not the result of the failure of the European project, it's very much the result of the success. Everything that is going wrong is that went right. There were 6 important factors that have been keeping Europe together, and now they're in crisis, not because the project didn't work, but because it worked. For example, there was the war
memory and the experience, collective experience of a war, nevertheless of on which side of the war the nations have been. That was very important for the European project. Not by accident, the historian Tony Judd called Europe's history post-war. This is over. We have been making a lot of polling. The more people believe that Europe can be attacked by aliens from other planets, than the people in Europe believing that there are going to be wars between European states. You cannot build support for the European Union on basically referring to no war because people don't fear it. The second thing that was extremely important for keeping Europe together in the days of the Cold War was the existence of the Soviet Union. There is not such an external threat that is going to keep Europeans together. Russia could be quite ugly political player. China could be quite ugly political player. None of them can play the unifying role which the Soviet Union used to play, because none of them represents an alternative style of life. The third very important element was prosperity. And this was prosperity of individual, but also prosperity of states. Let's give you some data. 3 months ago, there was the Eurobarometer being published. 60% of the Europeans believe that their children are going to have economically worse life than their own. This is expectations, and believe me, expectations matter in politics. We don't know how people are going to live, but this is the expectations, and it's a major turn. The other thing that has changed was the expectations that at the moment when you enter the European Union, you're going to become richer, and basically the gap between, for example, the poor countries and the rich countries like Germany is going to close. After this crisis, not true anymore. If we believe economists, after successful reforms, in 10 years, Greece is going to be as far in income terms from Germany as it was at the day when they entered the European Union. There is no this catch-up automatism which so many people believed in. And also, two, in my view, very important things which were very important for the European Union, especially for the last 2 years, that we are going to look differently. The first is that Europe believed that it is European Union, we believe that we are the model of the world. We are basically the world to come, post-modern democratic European states. You look around. If yesterday we believed that our experience is universal, now more and more we believe that our experience is exceptional. Democratic India, authoritarian China, nothing postmodern about them, believe me. When it comes to national sovereignty, when it comes to foreign policy, they're much more closer to the 19th century's great powers than to us. And the other, of course, story was the youth. This was the mythology that every next generation of Europeans are much more pro-European than the previous one. The polls do not confirm this. Probably this is true for the people in this room, but otherwise, if you see the polls, you're going to see that the younger Europeans, in a certain way, are much more Europeanized. They know much more about other parts of Europe. They're not necessarily much more pro-European. Some of the support for the populist parties is very strong among the younger generation. Even more, some of xenophobia is also much stronger between the people between 19 and 24 than some of the middle generations. Probably surveys are lying, but this is what we have. So why I'm telling you all these stories? Because I do believe that the difference between big crises and small crises is that people believe that big crisis is giving the answers of the questions of yesterday. So we have been asking more Europe or less Europe, then crisis comes, and we are going to know the answer. My reading is different. Big crises do not give answers to yesterday questions. They make them irrelevant. You come with a totally different type of questions. And in order basically to finish, I do believe that there are four trends which for me are going to be critical when we're going to discuss what's going to happen to Europe in the decade to come. The first is the most interesting thing is not happening on the European level. The most interesting thing is the major transformation of the national democracies. People are obsessed with Brussels, I mean people like us. Nothing really important is happening in Brussels. But if you see the decline of the support for the mainstream party, if you see the crisis of the identity of the political parties,
if you see the growing mistrust of people in the political institutions and political leaders, this is a different game. And also don't forget the way that the European Union is trying to constitutionalize some of the major economic decisions is also going to change politics a lot. Because when people cannot disagree on budget deficits, they start to disagree on identity. And I'm very much afraid that the constitutionalization of economic policies can lead to the very strong return of the identity politics. The second thing is that there is a major trend of kind of a anti-integration sentiment which comes from two different sources. In rich Western European countries, there is a growing anti-immigrant sentiment. But in Eastern Europe, which is less perceived, there is a growing anti-Western investor sentiment. There is a more and more people who said basically the biggest beneficials of the transition have been big Western companies. It should be stopped. I'm going to claim that after Mrs. Merkel, the second most influential politician in Europe these days is Viktor Orban. Because many people criticize him, but many people also start to replicate his policies. The third trend, which I find extremely important, is that at one and the same time, the political governments, nevertheless of their color, more and more aware of the fact that you need more coordination in order to make basically the economic governance works. But at the same time, the crisis led to the renationalization of the public sentiments. Every crisis is redrawing the borders of solidarity. Every crisis basically shows politicians with whom the voters is ready to share. And Germany is a great example. By the way, the German voters in the 1990s shared a lot with East Germans. The transfer of money was incredible. When it comes to the Greeks now, we can see this readiness for sharing is much more limited, to put it mildly. My last point is, the paradox of the current situation is that since the crisis, the trust in European institutions has declined dramatically. But at the same time, no alternative to the European Union has emerged, with the exception of the United Kingdom, which is always a case of its own. Nevertheless, you are going to see a lot of criticism towards the EU, the way the institutions function, and so on. When you read the polls, the European Union is the only wealth that we can imagine. And I do believe this is the strength, but this is also the weakness. Because we should not allow European Union to survive simply because there is no alternative. Thank you. Vielen Dank, Ivan, für diese sehr pointierten, zugespitzten Thesen. Ich denke, es ist eine gute Herausforderung für die weitere Diskussion. Und ich bin jetzt gespannt auf den Kontrapunkt von Teresa Pullano. Thank you very much. And thank you to the Bow Foundation for having invited me. I am a researcher and I'm working on how to reconceptualize the European Union. So it's a huge task. And so I'm happy to discuss some of my ideas with you and to pick up with the points Ivan has just made. First of all, the title of this conference can feel like a quite unproblematic title, right? So the question of the future of Europe and the question, and I mean, it says that your future, the future of young generations, is closely connected to the European Union. And on a first level, it can feel quite unproblematic, quite normal. But at the same time, for me, in my work, the question of time, so future is time, the question of temporality, it's closely connected to the European Union, and not in an unproblematic way.
to me, it has been clear in my work, which is both philosophical and political, that the European Union, it was an answer to the fact that it had become impossible to think about the future, not just as the time ahead, but also as collective time in which it was possible for the people to imagine a political community, to imagine a future that needed to be collective. It had become impossible after the Second World War. So it's also very interesting to talk about this here in Berlin. The Second World War had made very difficult or even impossible to think about time and a time that could be positive, that could be progressive, associated to the nation state, which was instead the main tool for imagining a common future until that point. So for me, the real question that the current crisis poses is a question to how do we imagine, how do we build also concretely in practice time, future time, outside the nation state. And I'm struck by the fact that in political debates, when we talk about the current crisis, but also before, it is as if there were nation states, which are units that are pre-given, where we have national histories, national times. Of course, I mean, this on some level, this exists. But it is as if nation states are units that exist in a complete separation with respect to the European Union, both as space and as time. And instead, to me, one of the most interesting features of what we have seen with the project of the European Union is that instead there is a transformation of both time and space, which are the two key categories of political community at both levels. So in my research, for example, one of my theses is that it's not as if the European Union is a project that comes from somewhere else or from the political elites and that poses a challenge or a threat to projects that are elaborated at the level of the nation state. It's exactly the opposite. It has been a historical process of transformation that has been led by the nation states themselves, that has then given rise to the European Union. And this historical, I mean, to be very general, this historical process has at least four steps: that the Second World War, the process of decolonization of nation states, 1989, and globalization. So for me, it is absolutely nonsense to think now in the crisis that it's possible to go back to forms of national protectionism, because, and this is also connected to time, to what are we going back if it's precisely nation states that have transformed themselves, that have gone through a process of qualitative redefinition? To what are we going back? And to be a little bit more concrete on this point, nation states had been an answer to two key questions in European modernity. The question of freedom, so how do we exercise political freedom when we do not believe anymore that there is some transcendental principles of law to which we have to obey, be it religious, the church, or political, like the king. So the question of freedom, both individual and collective, has been answered by nation states. But the question of freedom has always been answered together in European history to the question of solidarity and of equality. So the main forces that were behind this great invention and this great compromise that has been the nation states were, on the one side, the liberal forces, and by liberal forces I mean forces that really put the accent on freedom,
freedom from any other load that it's not the one that we give ourselves in political and historic election. And on the other side, the more progressive socialist forces that were both represented by socialist and left-wing parties and movements, and by also the Christian parties and movements that were also active in the European nation states. And the key thing is that the nation states represented a solution that was historical, so it was not going, I mean, it had always to be implemented in specific conditions and with specific solutions, but it represented a solution to the way in which it was possible to unite these two things. And the main threat for Europe today is that it cannot answer one question without the other. And in my opinion, European Union now is failing to answer both questions. The question of freedom, and this is evident when we talk about populist parties and forces in Europe that tell us that we can go back precisely to some form of national identity and national protectionism that is, for me, completely historically false, because, as I said, I would defy anyone to give a definition of what is a nation state today in Europe, and I'm not sure that the grid law in Italy or Marine Le Pen in France or Golden Dawn exponents in Greece will give a common answer. And I'm not even sure that within one country it will be possible for people who say that we need to go back to nation states, I'm not even sure they will agree within a single, let's say, historical tradition on what to go back. So freedom, the question of freedom now, Europe is not answering to this question and to this need, because now we are going back to forms of populism. And to me, the reason why Europe is not answering to this question is that it hasn't found a way, and this is a very complex question, a way to reframe politics also in a hard way, let's say, at the European level. We have political structures that are now completely European. If we think about legislation, if we think about law, it's now impossible to distinguish national legislation and European legislation. But then we don't have a political narrative or a political discourse that allows us to act upon this legal structure, for example. And it's not only a problem of political action, it's also a problem of imagination. We cannot imagine a common space. We don't know which is the space where politics can be done today. And this is the first challenge, I think, also for political movements, to be able to frame the space, legal space, economic space, social space, and political space, upon which action, at the level, at the scale of which action needs to be taken. And the second question is the question of solidarity. Ivan mentioned the example of Greece. How can Europe go on without giving a clear answer to what's happening? Can we really think that European Union can survive without being a project of social Europe with social rights and without giving an answer to the situation that we have witnessed in Greece? Can really Europe live one of its parts in a state of deep economic crisis without having a sense of solidarity, having a sense of that this crisis is not only affecting Greece, but it's affecting the whole of Europe. And so the question of social Europe is, to me, one of the key also elements upon which the European Union needs to act. If we don't find a way to implement social Europe, I think that it's also possible I know that it's always difficult to talk about the end of the European Union, because it's also a kind of temporal narrative that goes together with European integration. But as Ivan said, collapse can happen
It has happened in the former Soviet Union. Why this cannot happen in Europe? And the thing is, if this happens in Europe, a collapse of the Eurozone, for example, the disintegration of the Eurozone, exactly to what are we going back? And this is also why the question of the relationship between the center and the periphery of Europe is crucial and needs to be addressed. And I will end on this because until now the crisis has been narrated as the crisis of the periphery of Europe, but I don't know what will happen after the election of May 2014, because we can see instead that the crisis is also at the core country, is also having strong political effects at the core countries of the European Union. The National Front is given at 24% now in France. Can you imagine? I mean, everybody says, okay, it's not possible that we have Marine Le Pen as France president, but can you imagine what can happen if indeed we find out that the National Front is not only, it's really the first party in France, so not in a peripheric state of the European Union, but in one of its core elements. What are we going to do? Thank you. Thank you, Teresa. Now I'm looking forward to the comments of Annalena. Yeah. Ja, vielen Dank. Finde ich jetzt schwierig zu kommentieren, weil ich eher ein Typ bin, der das Glas halb voll als halb leer sieht. Aber ich glaube, das sind wirklich die zentralen Fragen, die angerissen wurden und die wir uns, die wir hier alle sicherlich sehr pro-europäisch im Saal eingestellt sind, auch immer wieder stellen müssen. Weil den Punkt, den Ivan sehr stark gemacht hat und Teresa am Ende ja auch mit betont hat, dass wir eigentlich als Pro-Europäer versagt haben, darüber zu diskutieren, wo stecken wir in der Krise. Ich glaube, das ist wirklich eins der zentralen Probleme, dass am Anfang, hier in Deutschland zumindest, lief die Debatte so, es gibt gar keine Alternative. Wir machen diesen einen Weg und da ist gar keine Alternative, weil man über die Szenarien, die Ivan jetzt aufgeworfen hat, gar nicht sprechen wollte. Und auch das, was Teresa gesagt hat, dieser Rückfall zu Nationalstaaten, diese Frage hat man sich gar nicht gestellt. Und damit hat man suggeriert, es gibt nur den einen Weg und da haben viele einfach verweigert, diesen Weg mitzugehen. Und ich glaube, daher ist es wirklich so wichtig, auch diese Dramatik, was könnte mit den rechten Parteien hier in Europa passieren, immer wieder zu thematisieren. Wenn wir nochmal auf die deutsche Wahl hier gucken, hier hat eine Partei, die eigentlich nur damit geworben hat, Deutschland soll aus dem Euro rausgehen, die AfD-Alternative für Deutschland, aus dem Stand heraus, vorher kannte die wirklich niemand, innerhalb von 6 Monaten es fast geschafft, in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Das ist so dramatisch, weil vorher natürlich auch bei uns sehr, sehr viele rechte Parteien waren, aber die hatten niemals eine ernsthafte Chance, wirklich in den Bundestag einzuziehen. Und jetzt kommt eine rechtspopulistische Partei, die nur auf Anti-Europa setzt und die hätte es fast geschafft. Und ich glaube, das macht diese Dramatik wirklich deutlich. Und ich glaube, sie rührt gar nicht daher, dass die Leute in der Masse so antieuropäisch eingestellt sind, sondern weil Politik generell in Europa, aber auch hier in Deutschland nicht den Mut hat, mit den Bürgerinnen und Bürgern über diese so kritischen Fragen offen und intensiv zu diskutieren. Weil wenn man zum Beispiel zurückblickt auf 89, hattest du angesprochen, die Frage, ob Westdeutschland Gelder nach Ostdeutschland gibt. Darüber gab es in Deutschland keine offene Debatte, sondern das wurde einfach so gemacht. Deswegen glaube ich, hinkt dieser Vergleich ein bisschen, wenn man sagt, da waren alle in Westdeutschland zu bereit, Gelder nach Ostdeutschland zu transferieren. Das wurde sogar versteckt dahinter, dass man das über die Rentenkassen gemacht hat und eben nicht gesagt hat, jeder gibt jetzt Anteile ab, um das nach Ostdeutschland zu geben. Aber danach hat es einen Diskurs gegeben, weil man gemerkt hat, man kann das nicht weiter halten über die Frage, was bedeutet eigentlich ein vereintes Europa? Was muss man auch bereit sein, dafür zu bezahlen? Es gab einen Solidaritätsbeitrag, den alle zahlen in Deutschland, um Ostdeutschland mit einzubringen in die gesamte Bundesrepublik. Und ich glaube, da hat man diesen Knackpunkt gespürt. Man muss diese Diskussion führen. Und genau diese Diskussion hat mit Blick auf Griechenland gefehlt, zu fragen, was bedeutet eigentlich Solidarität? Solidarität in Europa und was sind auch wir bereit zu zahlen? Und da wir hier in einer grünen Nahstiftung sind und ich auch von den Grünen komme, muss man selbst
selbstkritisch sagen, auch unsere grüne Partei, auch linke Parteien haben sich diese Frage nicht getraut zu stellen. Und das ist ebenfalls das Dramatische in der Situation, dass gerade die Parteien, die eigentlich immer dafür werben, wir sind europäisch, Angst davor hatten, offen zu fragen, wie viel ist uns die europäische Integration wert? Wie viel ist uns die Solidarität mit Griechenland wert? Und ich glaube, es hat schon in den letzten Monaten einige wachgerüttelt, dass wir das so nicht weiterfahren können und dass wir deswegen diese Frage, was bedeutet eigentlich Solidarität in Europa, neu stellen müssen. Wenn man ehrlich ist, gibt es diese Solidarität ja bereits über die Strukturfonds. Also es gibt bereits Mechanismen, wo wir sagen, wir als starke Regionen in Europa unterstützen schwächere Regionen in Europa. Ich glaube, auf diesen Element muss man weiter aufbauen und dann muss man sich, glaube ich, stärker wieder die Frage stellen, was verbindet uns eigentlich in Europa? Das ist das Friedensprojekt. Ich würde sagen, das ist nicht tot, diese Erzählung. Natürlich ist sie nicht mehr so präsent in den Köpfen, aber der Film hat ja gezeigt, es liegen nur 15 Jahre zurück, oder ein bisschen mehr als 15 Jahre zurück, als es hier in Europa wirklich Krieg und Konflikte gegeben hat. Dass es nicht mehr das Hauptnarrativ gerade für junge Leute ist, ist aber ja kein Grund, traurig zu sein, sondern das ist ein Riesenerfolg. Und ich glaube, diesen Riesenerfolg muss man immer wieder neu verdeutlichen, weil aus meiner Sicht in einer globalisierten Welt Europa gerade auszeichnet, dass es seine Konflikte nach innen und nach außen mit friedlichen Mitteln lösen will. Und das ist für mich nach wie vor ein Kennzeichen von der Europäischen Union. Ein zweites Kennzeichen muss aus meiner Sicht stärker die Frage Freiheit sein, was Theresa auch thematisiert hat. Gerade für junge Leute ist es eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ich kann frei in Europa reisen. Ich kann überall studieren, wo ich will. Ich kann meine Rechte mitnehmen in andere Staaten, meine sozialen Rechte, die ich gewonnen habe. Aber auch hier führt, glaube ich, die Europäische Union insgesamt diese Diskussion viel zu defensiv, weil man dann doch wieder zurückfällt, wenn alle diese Rechte haben in Europa, was bedeutet das eigentlich für den Nationalstaat oder dass man sich nicht traut, einem Orbán zu sagen, das sind unsere Rechte hier in Europa und wir fordern die auch ein gegenüber anderen Ländern. Der dritte Punkt ist die Frage Solidarität. Ich glaube, diesen Diskurs muss man auch erstmal in Nationalstaaten führen. Sind wir bereit, unsere Sozialpolitik europäisch zu denken? Das ist ein Riesenkonflikt, auch hier bei uns Grünen, weil sofort diese Sorge auskommt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen gemeinsame europäische Standards in der Sozialpolitik, dann bedeutet das, unsere Standards werden hier vielleicht in Deutschland schlechter. Oder es bedeutet das, was wir gerade erste Gerichtsfälle haben, dass Menschen aus Europa hierher kommen und sofort soziale Leistungen bekommen können. Und das können wir ja alles nicht finanzieren. Auch das ist ein Punkt für mich, wenn wir den nicht offen und ehrlich führen, dann werden wir am Ende den Bach runtergehen. Weil wir sehen jetzt schon, dass gerade über den Binnenmarkt soziale Rechte geschliffen werden. Weil die Rechte des Binnenmarktes so stark sind, schleifen sie soziale Rechte. Wir hatten das bei den Arbeitnehmerrechten, beim Streikrecht. Viking-Fall, Laval-Fall waren so ein paar EuGH-Urteile, wo das sehr deutlich geworden ist. Und wenn hier von europäischer Ebene, und da bedarf es vor allen Dingen Nationalstaaten, die sagen, ja, wir wollen hier Europa mehr Kompetenzen geben, nicht bereit ist, aktiv zu werden, dann werden, glaube ich, diese Rechte weiter geschliffen. Und ein zentrales Moment ist, wenn man mal von außen auf Europa guckt, ist doch, dass wir eigentlich alles Sozialstaaten sind. Gerade auch, wenn man es im Unterschied nochmal zu den Vereinigten Staaten von Amerika nimmt. Was Europa auszeichnet, ist, dass wir sagen, es gibt hier ein Grundnetz an sozialer Sicherheit. Und selbst wenn manche Systeme steuerfinanziert sind, wie in Skandinavien und in anderen Sozialversicherungssystemen sind, ist dieser Grundgedanke, niemand soll durch das soziale Netz fallen, das, was eigentlich alle in Europa vereint. Und ich glaube, auch hier muss man viel stärker anknüpfen. Und ein fünfter Punkt, der für mich als Grüne gerade sehr wichtig ist, ist die Frage, diese Gemeinschaft für Kohle, Stahl und Atom auch mit noch dazu, das war ein Element, das hat in den 50ern die Wirtschaft gerade angekoppelt, für das Projekt Europa zu sein. Und was für eine Gemeinschaft, auch mit Blick auf die Wirtschaft, sind wir eigentlich im 21. Jahrhundert. Und es gab vor ein paar Jahren so eine Bewegung, gerade ja auch von internationaler Ebene mit angestoßen, von Ban Ki-moon zu sagen, wir brauchen eigentlich einen neuen Green New Deal. Und diese Erzählung
hätte es in Europa auch weiter geben können, weil Europa vorangeschritten ist noch vor ein paar Jahren, gerade beim Thema Klimaschutz, beim Thema ressourceneffizient, bei der Frage, wie schaffen wir eigentlich durch eine nachhaltige Wirtschaftsweise neue zukunftsfähige Arbeitsplätze, und das ist durch diese Krise total in Stocken geraten, und ich glaube, das ist ein fünfter Strang, an dem wir gemeinsam stärker weiterarbeiten müssen, um Europa erfolgreich zu machen. Und dann noch einen letzten Aspekt, den ich gerne mit ansprechen müsste, die Frage: Gibt es ein Fallback in die Nationalstaaten oder agieren wir stärker auf europäischer Ebene? Ich glaube, das ist sehr wichtig, was Ralf Füchs am Anfang gesagt hat, der Gedanke von Einheit in Vielfalt. Wir werden es nicht erreichen, zu sagen, Europa, das ist alles gleich, sondern die Stärke von Menschen, die grenzüberschreitend, die über nationale Staaten hinwegdenken, war ja immer der Aspekt global denken, lokal handeln. Dass man nicht sagt, wir wollen den Nationalstaat überwinden, um einen neuen Superstaat zu schaffen, sondern wir wollen den Nationalstaat überwinden, um gemeinsam Lösungen für globale Herausforderungen zu finden und das dann vor Ort konkret umzusetzen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch von dem Gedanken Europa der Region nicht verabschieden, sondern das ganz stark in den Mittelpunkt stellen, denn es ist für mich kein Widerspruch zu einer weiteren europäischen Integration, sondern einer der zentralen Faktoren, um das voranzubringen. Und deswegen glaube ich, ist dieses Schlagwort Subsidiarität, was ja in den Verträgen neu drin ist, also die Frage, welche Ebene regelt eigentlich was, klingt zunächst sehr technisch, aber ein Element, wo wir auf jeden Fall weiter drüber nachdenken sollen, was wollen wir eigentlich auf welcher Ebene regeln, um im Zweifel auch bereit sein müssen, Kompetenzen zurückzugeben, um das vor Ort zu regeln und in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Sozial- oder auch Wirtschaftspolitik, gemeinsam auf europäischer Ebene aktiv zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Annalena. Ich würde gerne in einer ersten kurzen Runde hier auf dem Podium zwei Aspekte aufgreifen, bevor wir für das Plenum öffnen. Die erste Fragestellung zog sich ja im Grunde durch alle drei Beiträge. Die betrifft nochmal das Verhältnis, die Spannung zwischen Nationalstaaten und staatlich verfasster Politik in Europa, auch Sozialpolitik, die eben primär nationalstaatlich bei uns organisiert ist, und der europäischen Dimension. Ich fand die Bemerkung von Ivan zu Beginn sehr anregend, dass sagen die eigentlich kritischen Entwicklungen in Europa gar nicht auf der europäischen Ebene stattfinden. Sie finden auf nationaler Ebene statt. Und wir haben viel weniger eine Krise der europäischen Institutionen als eine Krise der Demokratie auf nationaler Ebene. Und ich würde sogar noch mehr sagen, nicht nur eine Krise der Demokratie, sondern auch eine ökonomische Krise, die sehr stark verankert ist in den nationalen Politiken. Der Ausgangspunkt der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise, das war ja die Überschuldung von europäischen Staaten, vor allem an der geografischen Peripherie Europas, bei gleichzeitig abnehmender wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, bei sinkender Produktivität. Ja. Und die Ursachen dafür lagen ja nicht auf europäischer Ebene, sondern die lagen auf einer sehr langen Fehlentwicklung von Governance, von Politik in diesen Staaten selbst. Und die Europäische Union hat sozusagen keinen Mechanismus bisher gefunden, das zu korrigieren. Und das Gleiche gilt für die Demokratiefrage, wenn wir die Vertrauenskrise und die Krise der Institutionen, die spielt sich ja gegenwärtig vor allem in den Staaten selbst ab. Also wie verknüpfen wir diese zwei Problemkreise miteinander? Ich glaube, um eine eigene These zu formulieren, dass man sozusagen die europäische Krise nicht wird überwinden kann, ohne die Selbstverantwortung auf nationaler Ebene auch wieder zu stärken. Also sozusagen nicht
die eigene Verantwortung zu transportieren auf die europäische Ebene oder zu delegieren auf die europäische Ebene. Und gleichzeitig brauchen wir eben dieses Element von europäischer Solidarität. Und das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und ich würde sagen, europäische Solidarität auch unter sozialen Gesichtspunkten, das ist weniger eine Frage von Sozialtransfers, sondern wie stärken wir die wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltiges Wachstum, vor allem in den europäischen Krisenländern. Weil wenn diese Kluft immer weiter wird, die wirtschaftliche Diskrepanz innerhalb der Europäischen Union, dann werden wir es auch sehr schwer haben, soziale Solidarität in der EU aufrechtzuerhalten. Und das führt zu dem zweiten Punkt, den Annalena kurz angesprochen hat. Was ist eigentlich unser gemeinsames Projekt? Was ist das, was wieder europäische Aufbruchstimmung erzeugen kann? Begeisterung für Europa. In diesem Film ist ja wunderbar deutlich geworden, den wir zu Beginn gesehen haben, ursprünglich kam der Impuls, die Begeisterung aus Europa als Friedensprojekt, die Überwindung dieser Geschichte von Kriegen und Nationalismus auf unserem Kontinent. Das war das, was diese Generation in den 50er und 60er Jahren vor allem bewegt hat. Und dann gab es einen zweiten großen Impuls nach 89, 90, die europäische Einigung zu vollenden, die ostmitteleuropäischen Staaten einzubeziehen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Aber es ist im Moment jedenfalls kein wirkliches Aufbruchmotiv, sozusagen nichts, was wirklich neue Identifikation schafft. Also was könnte ein europäisches Bürgerprojekt sein? Theresa, Sie sagen das soziale Europa. Annalena brachte noch einen zweiten Vorschlag, nämlich das grüne Europa, nicht im parteipolitischen Sinn, sondern Europa als Vorreiter für eine nachhaltige Energieversorgung, eine nachhaltige Ökonomie, ein neues Verständnis von Mobilität. Also Europa als Vorreiter einer globalen grünen industriellen Revolution. Wäre das ein Projekt, was nochmal eine neue Zustimmung und Motivation schaffen könnte, Theresa? Yeah, I think that the question of Green Europe and forms of sustainable growth is really key, and it's closely connected to social Europe. That's the point. If you think about it, so can you have green economy or green policies in one country? Is this possible? Of course not, because you cannot stop, I don't know, I'm not a specialist in green policies, but you cannot stop pollution at the border. It's not something that you can do. So it's of course, and also if you really want to have, in terms of, I completely agree with you that nation states and national governments need to be made accountable of the economic and political crisis they created. And the question of development is completely linked to the question of innovation. And that's very much in the hand of and the responsibility of national governments. So the development of a green policy could definitely be one of the key elements that could also boost European economy. Maybe the only one, I think. It's really the only horizon that we have now. And the thing that you have in common between green policies and social policies is that if you think about it, what has changed now is that in the era of, let's say, the perfect nation state where everything was within national borders, the citizen was also the worker. There was this close connection between the citizen and the worker. Now you don't have this anymore, at least in Europe. It's true that mobility in terms of work is still too low. And this is also something that should be addressed, I think. I think that in the European Union, policies to implement mobility of young workers should be increased. And that's a key point also for European economy. But now, both within Europe and outside it's even clearer. If you think about the United States, if you think about Asia,
the worker is a migrant, and not only, I mean, at both scales of work, both the high-skilled workers and the low-skilled workers. But other regional powers are thinking in terms of mobile workers, mobile labor forces. And this is a key point for Europe, and we need to have continental policies at the continental level, and also in terms of scales, really geographical scale. We need to have policies for mobility of workers and green policies, and they need to be linked, I think. Thank you very much. I also try to address the two issues that you have. But let's start with the future. I don't know, probably you're aware, but in Chinese idea of space, future is not in front of us, future is behind us. In front of us is the past, because Chinese believe the past is what we see. So I'm saying this because, and by the way, future is a very interesting stuff. There was a very important Yale economist who made the following. It's a very econometric study, but the conclusions are incredible. He basically proved that languages in which the present time can be used also as a future, I'm talking about grammar, are nations which save more. Germany and China save more than, for example, Russia and English-speaking country, where in order to create a future 10, you should say will. Or why? Because basically future looks closer. Why I'm saying all this? Because in a strange way, I do believe that the first thing in order to rethink European Union is we should try to go back to the history of the European Union in the way we're telling it. We're always telling the history of the European Union as a history of a project. If you go, and there is a beautiful book, old book, which I'm strongly recommending you to read. And this is Al Miller's book, Rescuing of the Nation State. And his story about European project is slightly different. He said, you have all these European leaders in the late 40s, early 50s. All of them have been national leaders. All of them have been socialized in the nation state. When somebody is telling you that Adenauer was much more pro-European than, for example, Merkel, try to imagine, is it possible? Adenauer was born in the nation state. And for him, the basic problem was not how to create Europe, but how to save the nation state that existed. And he knew that nation state had been totally discredited because of war, because of destroying the life of people. And if you can imagine how this city looked like in the 1950s, it was ruins. The only way to save the nation state was through the European integration. So European integration was not the way to go to overcome the nation state. The European integration for this first generation of politicians was the only way to re-legitimize the nation state. So they basically transformed the warfare state into the welfare state. And this was a very important project. This is why I very much agree with you. Now, in order to save European project, we should rethink what is happening with the nation state. Because we're talking about the crisis of solidarity on the European level, do you see much more solidarity on the national level? No. And let's put it even kind of a blunter. Economists are going to tell you that the more ethnically heterogeneous society goes, the less readiness to share. Because sharing is also very much based on a common collective experience. Do you know, for example, who were the first beneficiaries of these welfare policies in the United States? The wives of the veterans. Basically, you have people who have been dying together in a war. And this is why you believe that you cannot live alone their kids, you cannot live alone their wives, and so on and so on. And this type of a collective experience is what we are very much lacking in Europe. And I very much believe that collective experience is critical to solidarity. Because if you're just going on the rational basis, tell me, why a German should give money to Greece and not to the poor African kids? Imagine that the German citizens want to give money. Who needs more money? So from this point of view, it's much easier to justify solidarity either on a local level, on the level of your community, on the global community level. The European level is difficult. It can be only on the basis of a very important political project. Otherwise, you cannot decide. Well,
Greeks are doing and Bulgarians, we're not doing well. But compared with the people that you are seeing on television in Syria and Africa, we're doing fine. And I do believe this is a very important story to justify solidarity on emotional level, because European Union has a very important institutions of solidarity, and they worked. But how to make people make it legitimate is a major issue. And here we go to the problem of Green Europe and all this story. For me, the only major advantage that Europe today has compared with any other parts of the world is that the project that we're facing today is the project that they're going to face tomorrow. Aging. We are aging, but Chinese are aging too. And they're aging with one kid. Also, the old idea of solidarity and the welfare state that we invented, we are the first one to see that it is going to work differently. And I do believe that this is very important, because the project of Europe, in my view, is going to construct ourselves as the political laboratory of the world, to try to become a much more self-reflective of what we're doing or not doing. Not just normatively. For example, I always had one of the problems with the green policies, that basically Greens, when it comes to sustainable development, believe that they know what should be done. No, we all are trying. Certain things does not work. For example, some of the solar policies in this country probably were not the smartest thing that happened. But my idea is, we are the one that are the experimenting part of humanity. And this is where I see the new political identity of Europe. And this is, of course, intellectually much more difficult. But on the same time, it cannot be the project in the way it was, peaceful Europe, or simply kind of a strong Europe. Because also, don't forget, demography plays a role. Europe as a part of the world population is going to decline. Our economic power is going to decline simply because of numbers. And from this point of view, to re-perceive ourselves, to believe that the next project is going to be very different than the previous one, for me this is the major challenge, especially for the politicians. Because if Chinese see the past in front of them, I do believe that politicians see voters. And this is even more telling than the past. Thank you. Ich würde, um auch ein bisschen Kontroverse reinzubringen, bei einem Punkt vielleicht ein bisschen widersprechen wollen. Die Frage, warum sollte man für die Griechen zahlen, wenn man auch für afrikanische Kinder Gelder geben könnte? Ich glaube, was wichtig ist, was Ivan mit angesprochen hat, ist die Frage der Begründung und auch der Emotionalität. Und dass es ein Problem war, dass halt lange Zeit nicht darüber geredet wurde, warum überhaupt Gelder nach Griechenland gegeben werden sollten. Aber ab dem Moment, wo Leute bereit waren zu sagen, aus was für Gründen das passiert, zum einen bei der Frage Soziales und Gerechtigkeit, als jedenfalls bei uns die Meldung kam, das ganze Krankensystem kollabiert, gab es schon, natürlich keine breitflächigen Bekundungen auf der Straße, aber schon sehr, sehr viele Menschen, die gesagt haben, das kann nicht sein. In einem gemeinsamen Europa kann es nicht sein, dass Leute medizinisch nicht mehr versorgt werden. Ich glaube halt, was gefehlt hat, war wirklich dieses, warum ist Griechenland in der Krise? Was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Wenn jemand hier nachvollziehen kann, was bedeutet das eigentlich für mich, nicht mehr zum Arzt gehen zu können und nicht mehr im Krankenhaus behandelt zu werden und sich dann vorzustellen, das passiert bei uns in Europa. Da gab es schon diese Momente der Solidarität und dann eher die Bewegung zu sagen, ja, wir wollen kein Geld geben für griechische Banken, aber wir wollen Geld geben für diejenigen, die zum Arzt gehen wollen. Und ich glaube, das ist auch dieses Problem der Erzählung über Europa. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen vor Ort? Weil es so viel theoretisch und abstrakt und in Institutionen und in der Euro-Krise wurde dann irgendwie über Rettungsschirme und Eurobonds erzählt und nicht über die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Menschen vor Ort? Und ich glaube, deswegen, da müssen wir stärker anknüpfen, diese Geschichten zu erzählen. Und dann auch nach wie vor die Geschichte, was bedeutet das für das Projekt Europa? Weil ich schon der Überzeugung bin, dass bei vielen Menschen, selbst wenn ihnen natürlich zuerst das am nächsten ist, was sie vor Ort bewegt und auch was in ihrem Land passiert, wenn konkret die Frage gestellt wird, soll sich die Europäische Union auflösen, ja oder nein, dann gibt es ganz andere Tendenzen, als wenn gefragt würde, wie wollen wir weitergehen mit der Eurozone? Und zu dem Zeitpunkt, wo diskutiert wurde, was bedeutet es eigentlich, wenn Griechenland rausgeht aus der Eurozone, was bedeutet das eigentlich für das gemeinsame Projekt Europa. Auch da hat sich, glaube ich, der europäische Diskurs gedreht, weil schon sehr, sehr viele und nicht nur die Elite, sondern stärker gerade diejenigen, die ganz normal im Alltag leben, geredet haben,
oh, also Euro mit der Währung zu bezahlen, irgendwie ist es doch ganz gut. Plötzlich kam die Diskussion auf, wollen wir die Schengen-Grenzen wieder hochziehen? Auch da wurde nicht abstrakt geredet, was bedeutet das jetzt für die Institutionen, sondern was bedeutet das für mich persönlich? Und auch da kam eine Bewegung, die gesagt hat, nein, Schengen-Grenzen wieder hochziehen, das widerspricht eigentlich unserem Verständnis von, wie will ich in Europa leben? Und ich glaube, diese Betroffenheit, die muss man immer wieder neu entwickeln und den Mut haben, diese Fragen zu stellen. Und dann gibt es auch ganz andere Zustimmung, auch aus der Bevölkerung, als man das vielleicht so pauschal denkt. Ein Punkt möchte ich noch sagen zu der Frage soziale Europas. Ich glaube auch nicht, dass wir eine gemeinsame Krankenversicherung über ganz Europa brauchen. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf verständigen, was sind die sozialen Eckpunkte unserer Gemeinschaft in Europa. Weil was eins der Probleme war ja, gerade bei den Krisenverhandlungen und den Maßnahmen, die dann empfohlen wurden von der Troika oder auch von den Nationalstaaten, also gewisse Kürzungen im sozialen Bereich wurden gar nicht von europäischer Ebene vorgeschrieben, sondern gerade auch von den Nationalstaaten, war ja, dass man keine gemeinsamen Mindeststandards auf dieser Ebene hat, wo gesagt wurde, dahinter können wir nicht zurückfallen. Deswegen glaube ich, ist es wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir uns über die Standards unterhalten und die diskutieren und nicht über die Frage, wie wird das dann von den Nationalstaaten heraus bezahlt. Und ein Punkt ist natürlich klar, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Ich glaube, das ist auch immer wichtig in der ganzen Diskussion, dass Solidarität bedeutet, wenn der eine gibt, muss auch der andere geben und dass das auch weiterhin im Diskurs vorangetrieben wird und dass eigentlich der Euro nicht in der Krise ist. Auch wenn wir immer über Eurokrise reden, sehen wir ja daran, wenn wir uns einfach mal den Währungskurs des Euros angucken, der ist nämlich nicht den Bach runtergegangen, sondern der ist eigentlich die ganze Zeit stabil geblieben, auch gerade im globalen Vergleich, da sind andere Währungen viel stärker gesunken als der Euro an sich. Ich glaube, das ist auch eine Erzählung, die bewusst von einigen falsch geführt wird, zu sagen, der Euro steckt in der Krise, sondern gebe ich dir auch recht zu sagen, das sind eigentlich die Nationalstaaten und ihre Wirtschaftsweise. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch Zeit für eine wenigstens kurze Runde mit Ihnen. Fragen oder kurze Kommentare zur Diskussion. Es gibt ein Mikrofon, was durch die Reihen wandert. Die erste Wortmeldung habe ich hier gesehen. Genau. Hier halt auf der anderen Seite, die junge Dame, genau. Stellen Sie sich kurz vor, bitte. I'm Charlotte Galvin, I'm a PhD student from the UK, but I'm studying here in Berlin. I just really just had a quick comment about this question of solidarity and why the Germans should give money to Greece and not to Africa. And I just think that one thing that's missing from this debate is that whether it is really just about solidarity or whether we should also think about the fact that actually the German economy really, really needed Greece to not go into default, and that this raises also a question of keeping German banks and German economy okay, and that I think the solidarity question is really important here, especially for legitimacy, but we should also think about this question that actually it's a lot to do with national interests as well. Thanks. So, jetzt auf der anderen Seite. Ja. Ja, guten Tag, Christian Prasser. Ich bin Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und Sprecher eines Kreisverbandes hier in Deutschland. Ich habe eine Nachfrage zu der Aussage von Theresa. Da ging es um die Freizügigkeit und mehr Mobilität schaffen für Arbeit in Europa und Arbeitskräfte. Steht das nicht ein Stück weit auch in der jetzigen Krise als Dissens da? Weil man sieht ja, dass das Humankapital jetzt abwandert aus Griechenland und den ganzen südeuropäischen Staaten. Und ist das nicht eigentlich das Hauptproblem auch, dass diese Staaten gerade durch Abwanderung von Humankapital in die produktiv stärkeren Länder wie Deutschland oder Frankreich Schwierigkeiten haben, ökonomisch wieder auf die Beine zu kommen? Und dann hatte ich noch eine zweite Nachfrage, wenn ich das auch gleich loswerden darf, an Ivan, er hatte in seinem Eingangsstatement nochmal die Gefahr der nächsten Europawahl angesprochen. Welche Auswirkungen kann es eigentlich haben, wenn jetzt doch ein großer Ruck auch rechts- oder erzkonservativ Potenzial in der Europäischen Union vertreten wird? Worauf müssen wir uns da eigentlich einstellen? Was kann eigentlich passieren? Das würde mich mal interessieren. Danke. Okay. Dann ein bisschen weiter hinten war eine Wortmeldung. Ja. Alexandra Krause, I'm a member of the German Pirate Party, and I have a question concerning the discussion about solidarity. I'd like to ask whether it would be efficient to get the
political debate more into a direction in which every individual sees the advantages for him or herself. For example, if we help children in Africa, we won't profit from that. But if everyone sees how we can profit from financing Greece and from helping Greece and from building up a welfare system within Europe, we can convince people better, because the argument of helping people is not as strong as the argument of helping oneself. Mm-hmm. So not the idea of aid, but of enlightened self-interest. Yeah. So different comments or questions, please? Hi, I'm Seb from Wales. Just to expand on what Charlotte said a little bit, I think we just need to define between charitable giving and economic justice, which are two very different things. When you talk about, say, Germans giving money to Greeks or Western people giving money to third world countries, that's really charity. At least the implication is charitable giving. And I don't think there's anything particularly wrong with that, but I think we should try and argue and debate about economic justice, where there isn't a necessity to feel bad about someone suffering in Greece, because we have an economic system that doesn't profit, essentially, from poorer countries, which is the case right now. So I think we should talk about economic justice and not about charity. Okay, thanks. And the last question from the other side. Yeah. Genau. Mein Name ist Andreas Weidner. Also ich denke mal, das große Problem, was hier auch angesprochen wurde, ist, warum geben wir nicht Geld nach oder warum wollen wir eher nach Afrika das geben? Das Problem ist ja, wir müssen ja sehen, wo das Ganze herkommt. Das kommt davon irgendwo, dass wir ein riesiges Problem mit der Ökonomie und mit den Banken davor hatten und effektiv auch für viele rausgekommen ist, dass wir dort Banken wieder Geld geben. Warum sind die europäischen Staaten so in ökonomischer Krise? Es ist eine Bankenkrise vorher gewesen. Und die Frage ist, in welcher Art und Weise schaffen wir es im europäischen und im weltweiten Status, das Ganze irgendwo umzuwandeln und zu einem anderen System zu kommen, was eben nicht mehr nur darauf beruht, dass man nur Wachstum hat, was effektiv sämtliche sozialen Standards und sämtliche anderen Standards hinwegbekommt. Da würde ich gerne sozusagen eine kurze Antwort. Vielen Dank. Das war die Frage nach nachhaltigem Wachstum und Regulierung des Finanzsektors. Kurze abschließende Runde mit Antworten, Kommentaren und was auch immer Sie noch am Ende dieser Diskussion gerne als Botschaft vermitteln möchten. Beginnen wir mal mit umgekehrter Reihenfolge mit Annalena. Also es waren jetzt ja gerade alles Fragen in eine ähnliche Richtung oder Kommentare, und ich würde da pauschal zustimmen. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen die Zuspitzung, weil wir auf der Metaebene diskutiert haben über die Frage, was hält uns eigentlich als Europäer zusammen, und da dieses Element, gibt es eigentlich Solidarität in Europa. Aber natürlich stimmt es zum einen, dass die Krise vor allen Dingen eine Banken- und eine Finanzmarktkrise war, und deswegen haben wir ja auch gerade die großen Streitigkeiten, das muss in der Europawahl sicherlich auch sehr, sehr deutlich machen, wollen wir nun eine vernünftige Regulierung des Bankensektors und eine Bankenunion haben, ja oder nein. Und da gibt es auch große politische Unterschiede. Das Gleiche stimmt natürlich auch, dass die Art und Weise, wie Deutschland Wirtschaftspolitik betrieben hat, Auswirkungen auf andere Länder hat, und dass die Lohnentwicklung in Deutschland auch eine Rolle spielt bei Außenhandelsdefiziten in Südeuropa. Das spielt alles miteinander, und dass Deutschland auch von der Krise der anderen Staaten stark profitiert hat, selbst als wir Hilfskredite gegeben haben, dass wir davon ökonomisch noch profitiert haben. Und das war ja auch ein
Diskurs in Deutschland immer zu sagen, wenn Griechenland aus der Eurozone ausschert, wenn die Eurozone insgesamt kollabiert, dann ist das vor allen Dingen ein Riesenproblem auch für die deutsche Wirtschaft. Und deswegen haben sich ja auch gerade zu einem späteren Zeitpunkt auch Wirtschaftsverbände dann doch etwas deutlicher positioniert zu sagen, also so ganz das ganze System wollen wir nicht in Frage stellen. Also das stimme ich den ganzen Anmerkungen zu. Das ist natürlich ein zentraler Aspekt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist bei der Frage Identität in Europa schon das Element einer gemeinsamen Solidarität ein essentielles, weil wenn es das nicht gibt, dann werden, glaube ich, auch gewisse politische Entscheidungen schwieriger, wenn man nur rein ökonomisch argumentiert. Ökonomisch machen aber diese und jene Entwicklungen Sinn. Ein Punkt jetzt, glaube ich, den wir alle mitnehmen sollten, ist mehr Mut zu Europa und mehr Mut zur Debatte über Europa. Und zwar wissentlich, dass das keine einfache Debatte ist, sondern dass das ein Zukunftsprojekt ist, was noch niemand vorher so gebaut hat und entwickelt hat. Und da gibt es etliche Sackgassen und in die sind wir auch schon reingeraten und die werden wir auch weiter reingeraten. Aber wenn wir uns nicht trauen, darüber zu diskutieren und diese Wege auch auszuprobieren, ich glaube, dann fallen wir wirklich zurück. Und das ist sehr viel gravierender, sowohl für unsere gemeinsame Entwicklung in Europa als auch für die Entwicklung vor Ort. Thank you very much. There was two questions, and in my view, they're very much related. I will start with the populists. And probably unlike many of you, I have a much more ambiguous feeling about them. I do believe that they can play a much more positive role than it looks like. Because there is they're quite ugly parties and quite nasty people in them. Very different, by the way, from country to country. But there is one thing which is important to populists. They believe in the primacy of politics. This is not people who basically believe that we should simply adjust to the market. They have crazy ideas. But I do believe that they push the most important question, how political Europe is possible. And from this point of view, what's going to happen if this or some of these parties are going to win on the European elections, it's not so interesting how they're going to vote in the European Parliament, because at the end of the day, European Parliament is not the most powerful institution that we have created. What's going to happen is going to be the change of our perception of what's possible and not possible. I was telling you that I have been doing quite a lot of studies on the collapse of the Soviet Union. Do you know what was the most important about the Soviet collapse? It was perceived as unthinkable. Unthinkable. Both people that have been, of course, for the Union, but also people that opposed the Soviet Union all their lives. And they have a very good argument. Listen, you should read the pieces from 1988, analysis of the American National Intelligence Community, why the Soviet Union cannot collapse. And do you know, they were right. Theoretically, it cannot. In practice, it could. And what happened is that then you have some of these popular movements in the Baltic states, that one, there were a million people on the streets and you have a totally different political dynamics. Nothing has changed on the level of Euro, on the level of institutions, but every much has changed on the level of political imagination. The border between thinkable and unthinkable was totally changed, and what was unthinkable yesterday was defined as inevitable just 2 years later. So from this point of view, these European elections are much more important outside of how they're going to affect. The second level of affection is the problem with the populist parties is not what they do or say, but what they push the mainstream parties to do or say. I do believe that when it comes to anti-immigration policies, what the populists have been pushing for now is the mainstream. You can see it all over. You don't need to be interested in Jobbik because Fidesz in Hungary, in a much more civilized manner, are going to have a similar policies. And I do believe this is a major challenge. And here we come to the solidarity question. Because the policy is not simply what you are doing, but also how you are justifying your policy. And from this point of view, the colleagues were totally right. One and the same policy can be justified as charity, as enlightened self-interest, or as a kind of a broader political interest of a new community. The same policy, the same transfer of money.
And let's give you some data, which probably could be interesting for you. There was a fascinating study being done in Germany 2 years ago. What kind of people are ready to support Greece and what kind of people are not going to do. There was a study, there was an MIT professor, a German professor, and somebody from Switzerland. So they have the survey, but plus the survey, they go to any of the respondents and they said, listen, you just won from the lottery and there is a 100 euro that you have. And you have the right to donate these 100 euros, and they're giving the respondents 15 different charities to which they can give the money. Five of them are local, five of them are European, five of them are global, I mean African kids. So here is the interesting results of the study. The decisions to support the bailout of Greece was not defined neither by economic self-interest nor by party affiliation, but by the level of altruism. People who are ready to give money of this charity, not to their local community, were also more ready to give money to Greece, nevertheless, that probably economically they believed that this is not going to benefit them. I do believe this is very important because politicians tend to believe that the voter is hyper-rational. He's not. Now there is a lot of studies of how the political brain works. And here I'm going back to the idea of solidarity, understand as a collective experience. Probably many of you are asking the question, why the Americans are behaving now in the way they do? What's happening in the Congress is a joke. One of the reasons is that there is no empathy anymore because 70% of the Americans lives in the one-party counties. They live in a county which basically, if you're a Republican county, you're not going to meet a Democrat. If it's a Democratic county, you're not going to meet a Republican. It's a just universal vote, and also because of the gerrymandering, the constituencies have been changed. Why I'm saying this? We need a collective experience. From this point of view, look at the idea of the solidarity in the way it was exercised in Poland in 1981. Solidarity was not about the transfer of money, but in a critical moment we have been together. And we have been together very different people. 10 million people joined the Solidarity Trade Union in 1981. I do believe we need a solidarity moment and not simply a transfer institutions. Because the solidarity moment is something that you can refer to in order to justify such a policies. It's never going to work only on a self-interest. Because believe me, Germany has a self-interest to keep Greece in the Eurozone. Germany does not have an enlightened self-interest to bring Bulgaria and Romania in. That's true. I'm Bulgarian. I don't like it. But this is the case. If you go as a self-interest only, you can preserve what you have, but you cannot do anything more. And my last point is talking about message. And I do believe here the Green Party has a role to play. What is lacking in Europe is an anti-status quo and pro-European position. Those who are pro-European unconsciously try to justify the status quo. And the status quo is not sustainable. European Union as we knew it does not exist anymore. It's very much about how to have the new one. And here, because of your history as a party, because of the nature of the constituencies, I do believe that the Green Party are much better prepared to have a debate with the populists on the future of Europe than some of the established parties. Of course, it should be done slightly more effectively than the Green Party did it on the last elections here. Thanks a lot, Teresa. Yep. First of all, I want to make one thing clear. For me, I mean, when I hear Germany has to pay for Greece, for that's not the point. I mean, it's not like really Germany has to take, I don't know, how many billion euros, or a single German has to take out 100 euros of his pocket to help Greece. It's not like that. And it's very important that it's not like that. Because the question of solidarity, it's not a moral one in Europe here now. And this is why we are debating on bailing out Greece and not Africa. It's not a solidarity question. It's a question of a political, economic and social system. And the question is, at which scale do we want
and this system to be, and at which scale is this system going to be effective, and why Germany is not going to pay? Because the question here is the mechanism, it's the political, economic, institutional structure of the European Union. When we talk about the role of the central bank, that's the key point. So when we talk about Eurobonds or about mutualization of debts, the key question is to change or how to redefine the role of the central bank. Is the central bank going to be the final creditor for all the European states or not, and how? So this is the question, and this is a political economic question, not only and not especially a moral one. And it's also an economic question in terms of to which scale do we think the European market? So is it only made of national market, or is it a continental market? And that's also the question of the relationship between the European economy and the rest of the world economies. The way Europe functions now makes it much more open and much more fragile to speculation, financial speculations coming from the outside. So I would say that Europe now, it's the place where struggles among different ways, different conceptions of capitalism are taking place. And this is the question we need to address with the one of solidarity. So in also in order to answer the last question of the system, in Europe you can have different policies at the same scale. So we need to separate the question of scale and the question of the kind of policies. From the 90s up to now, we can briefly and roughly say that we have mainly neoliberal policies taking place in the EU, which does not mean that we had neoliberal policies at the European level only. So we also have to separate the policies you make in specific historical times with the question of at which level do we want economy or policy to be framed in Europe. And for example, talking of the regulation of banks, can we have regulation of banks, and can we answer to external speculations only at the national level, or do we need really a European common regulation for banks? And so if we do, do we need a fiscal fiscal Europe, and which kind? And if we do, how do we redefine the role of the central bank? So I would also like to reframe solidarity in these more political terms. And the second thing I want briefly to say is when you asked me about migration and mobility, yes, of course, it's true that migration is also extremely exploited and can contribute to uneven development, can contribute to even more differentiate Southern Europe and Northern Europe. But at the same time, when I say that we have to increase mobility of workers in Europe, I think that mobility needs to go with green policies and with raising the skills of workers. So if we think about what characterizes Europe with respect to the rest of the world, is lifestyle to me. If you compare Europe to Asia, to Africa, to India, to Latin America, to the United States, what we have is a better health conditions for the majority of the people. And this is incomparable to all the other continents. Think about what is happening now in the United States for the Obamacare. So we have a much better standard in terms of health. We have much better standards in terms of food sustainability. We have better standards in terms of, right now, pollution and environment sustainability. And I think we really have to debate on minimum standards for on these issues and on how mobility needs to go together with high-skilled workers and research in these areas in order to make Europe competitive in high-skilled work and in high-skilled economy. I don't think we have to compete in lowering down salaries and being competitive with Chinese workers. This is not the way we have to go. We have to go the opposite way.
a final comment. I think that the key question is that young people, and all of us anyway, independently of the age, need to enact Europe, need to think about the European space as the space of their political action. And we don't have to think about solidarity as a top-down thing. We have to think about how we reappropriate, how we politically and socially enact Europe as a space. Thank you. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sind schon deutlich über der Zeit, deshalb nur eine kleine Bemerkung noch von meiner Seite. Wenn man, ich fand das in der letzten Runde sehr anregend, noch einmal über das Verhältnis von Solidarität, von Eigeninteresse und Empathie zu sprechen, weil ich denke, uns führt alle zusammen zumindest das Gefühl dafür, dass Europa mehr ist als nur eine Interessengemeinschaft. Und dass die Zukunft Europas auch davon abhängt, ob es uns gelingt, die Empathie für den anderen in Europa wachzuhalten. Also das Gefühl nicht nur, dass wir alle Bürger der einen Welt sind, sondern dass Europa ein gemeinsames politisches Projekt ist. Das macht ja den Unterschied aus gegenüber humanitärer Hilfe, gegenüber, sagen wir, Syrien oder Libyen, obwohl es da auch um Interessen geht, weil wir kein Interesse daran haben können, dass Chaos und Elend an unserer südlichen Grenze sich ausbreiten. Aber Europa ist ein politisches Projekt, ein politisches Wir. Es ist die Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft, die auch deshalb gegründet wurde, damit Europa weiterhin eine eigenständige Stimme in der Welt hat und damit wir in der Lage sind, ein bestimmtes gesellschaftliches Modell auch in Zukunft weiter zu verfolgen, das genau durch diese Kombination von Freiheit und Solidarität oder von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit geprägt ist. Das ist, wenn Sie wollen, das europäische Modell. Und es geht darum, politische Formen zu finden, die dieses, sagen, Modell auch in der Zukunft erfolgreich und sagen, machen. Und das ist ja der Unterschied gegenüber den populistischen Parteien. Die sind ja nicht einfach rechts in dem Sinne, dass sie neoliberal wären. Das sind sie ganz und gar nicht. Sie haben eine sehr starke Idee von Solidarität, aber eben von nationaler Solidarität. Sie definieren Solidarität nur national. Ja, und wir müssen eine Idee entwickeln und nur dann werden wir erfolgreich sein gegenüber diesen Bewegungen, wie wir Solidarität europäisch definieren im Rahmen dieses gemeinsamen politischen Projekts. Und das fand ich jetzt in ganz guten Auftakt für die Konferenz. Es wird jetzt nach, ich würde sagen, 15 Minuten Kaffeepause eine nächste Plenumsdiskussion geben, bevor wir dann heute Nachmittag in kleinere Formate wechseln, in denen Sie auch sehr viel stärker zu Wort kommen. Vielen Dank.